Hi Leute, ich bin's wieder, euer Dominik, wie gewohnt hier und wir sind immer noch auf Lanzarote im Club La Santa und ich habe wieder jemand Neues dabei und zwar den Robin Backhaus. Robin, servus. Servus. Robin ist in der Schwimmszene kein Unbekannter, er ist mehrfacher EM-Medaillengewinner, war 2012 bei den Olympischen Spielen mit dabei und arbeitet mittlerweile als selbstständiger Personal Swim Trainer im Raum München. Also wenn ihr so im Münchner Raum unterwegs seid, da professionelle Hilfe braucht, dann fragt mal beim Robin nach. Ich werde euch auch einen Link unten reinstellen, wo ihr ihn erreichen könnt. So, jetzt haben wir eine Technikübung oder eine Technikreihe für euch geplant. Robin, was machen wir? Wie sieht die Übung aus? Was muss man beachten? Und was trainieren wir damit? Ja, also wir machen eine Reihe zum Abschlagschwimmen, um die Lockerheit über Wasser zu trainieren. Wir werden Abschlagschwimmen und dann mit der Hand in die Schulter tippen, nach vorne führen mit den Armen, danach in die Schulter tippen, den Arm zum Himmel strecken und nach vorne führen und dann in die Schulter tippen, nach oben strecken, wieder zur Schulter tippen und nach vorne führen. Einfach die Lockerheit über Wasser trainieren, dass man lernt, über Wasser ist Entspannung, unter Wasser ist Anspannung angesagt. Und was man beachten muss, Spannung im Rumpf halten. Der inaktive Arm, der vorne ist, muss auch schön an der Wasseroberfläche bleiben. Und die Beine müssen natürlich mitlaufen, weil sonst geht die gnadenlos unter. Genau, der Robin hat es direkt alle drei Videos erklärt. Wir werden das aber nochmal dann im Einzelnen in Video 2 und 3 nochmal kurz erklären. Und viel anschaulicher wird es jetzt für euch, wenn der Robin vorschwimmt. Ich schwimme wie gewohnt hinterher und dann treffen wir uns wieder in der Bahnmitte. So, ja, wir haben jetzt das Ganze sehr, sehr mit langsamer Frequenz ausgeführt. Das wird natürlich wirklich anstrengend dann. Deshalb zwei Tipps, was ich jetzt gerade festgestellt habe. Anfänger, arbeitet mit Flossen oder was ihr natürlich auch machen könnt, nehmt euch ein Brett in die Hand, da habt ihr ein bisschen Entspannung für den inaktiven Arm. Ja, geile Übung. Robin hat das 1A vorgemacht und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Danke an Robin. Danke. Und ja, bleibt dabei, schaut zu. Danke fürs Einschalten. Bis bald, euer Dominik mit dem Robin. Ciao, ciao.